Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Liebe Geschwister, im Koran, Abschnitt 94 heißt es: Haben wir dir nicht die Brust geweitet, dir nicht abgenommen deine Last, die schwer auf deinem Rücken lag? Und haben wir nicht deinen Ruf erhöht? Siehe, mit dem Schweren kommt auch Leichtes. Siehe, mit dem Schweren kommt auch Leichtes. In diesem Abschnitt wird zweimal erwähnt, dass mit dem Schweren auch Leichtes kommen wird. Dieses Versprechen Gottes brauchen wir in diesen Tagen dringend. In diesen Tagen höre ich das Wort gemeinsam sehr oft. Sogar in den schwierigen und komplexen politischen Entscheidungen heißt es gemeinsam. Sollen wir die Krise überwinden, die uns gerade ein kleines Virus verursacht? Wer hätte gedacht, dass der Mensch mit seinen umfassenden und unglaublichen Fortschritten und Möglichkeiten von einem winzigen Virus derart gnadenlos heimgesucht wird? Wir fühlten uns stark und unbesiegbar. Und nun erfahren wir weltweit und gemeinsam, wie verwundbar wir sind. Wir als Menschen, über die Grenzen der Religionen, Kulturen und sonstigen Unterschiede hinaus. Denn Corona schaut nicht auf irgendwelche Privilegien, Vorteile oder sonstige Vorzüge. Es ist die Zeit der Solidarität und des Zusammenhalts. Es ist die Zeit der schnellen Entscheidungen über die Grenzen der parteipolitischen Differenzen hinaus. Denn jede Sekunde der Untätigkeit und jede nutzlose Streitigkeit kostet Menschenleben. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Denn mit dem Schweren kommt auch das Leichte. Die Frage ist, was wir aus dieser schweren Zeit mitnehmen. Kehren wir zurück in unsere Sorglosigkeit im Umgang mit den Mitmenschen und der Schöpfung? Vergessen wir zugunsten des schnellen und übermäßigen Gewinns, wie notwendig und wichtig es ist, ruhiger zu leben? Die Zeit wird es zeigen. Momentan gilt aber zuallererst unser herzlicher Dank allen Menschen, die dafür sorgen, dass das Leben irgendwie normal weitergeht, und denjenigen, die rastlos andere helfen. Es gilt auch, auf Gott vertrauen, vernünftig handeln und geduldig sein. Es gilt aber auch nicht zu vergessen, dass auch in dieser Zeit in einigen Gebieten weiterhin Krieg und Hungersnot Menschenleben massiv bedrohen. Bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich und auf anderen auf.